Hallo, heute möchte ich gerne euch zeigen, wie man mit so ein bisschen mittellang, also schulterlangem Haar, sich so schöne Beachwaves machen kann. Also nicht richtige Korkenzieherlocken, sondern eher so ein bisschen messy Waves. Und der Hund schon wieder. Und täglich grüßt das Murmeltier. Also wie gesagt, wie man solche schönen messy Waves machen kann. Dafür werde ich gleich erstmal Hitzeschutzspray benutzen, erstmal wegen des Hitzeschutzes und zweitens halten die Locken dann oder Wellen ein bisschen besser. Und ich nehme immer noch von Syoss das Hitzeschutz-Styling-Spray, Heat Protect und so weiter. Und ich bin damit zufrieden, also ja, es ist okay, denke ich mal. Ich ja, sprühe nur ein ganz bisschen ins Haar. Mehr braucht man nicht. So, meine untere Partie ist schon immer ein bisschen wellig. Also von Babyliss ist es der. Da könnt ihr, glaube ich, jeden nehmen. Also ich denke mal, wer hier der Lockenstab ist, an sich egal. Ja, wenn ihr kürzere Haare habt, so wie ich, ist natürlich gut, wenn der Stab nicht so breit ist, weil sonst bekommt ihr keine schönen Wellen in das kurze Haar. Jetzt nehme ich mir hier ungefähr so eine Strähne und wickel die nicht hier auf und drehe die auf, sondern ich lege die hier einfach dreimal um das Haar, halte es fest, also man braucht hier gar nicht diese Klemme und halte einfach 4 Sekunden und nehme es dann raus. Das ist schon fast ein bisschen zu viel, zu viel gequatscht. Dann nehme ich mir eine weitere Strähne und fahre eigentlich immer sofort. Also drehe die dreimal rum, halte sie fest oder klemme sie fest. Das ist dann egal, was für einen Lockenstab ihr habt. Und lasse dann gleich wieder los. Teile ich mir so einfach ein bisschen was ab und lege es zur anderen Seite, damit es ja, mich jetzt nicht stört. Auch hier nehme ich mir eine Strähne und wickel die dreimal um. Und wichtig ist, dass ihr es nicht ganz bis an die Kopfhaut macht, sonst sieht das ein bisschen komisch aus. So, und hier haben wir jetzt, hier haben wir jetzt diese perfekte Welle. Und das machen wir jetzt beim gesamten Haar. Also wieder eine Strähne nehmen. Ich wicke sie dreimal rum, lasse ein bisschen Platz an der bis zur Kopfhaut und lasse los. Und ja, das sind meine Beach Waves. Also die sind jetzt noch relativ extrem, finde ich. Also noch wirklich ziemlich doll. Ich finde die am schönsten, wenn die so 2, 3 Stunden sich ausgehangen haben. Aber an sich, ja, finde ich das einfach mal eine schöne Alternative zu den glatten Haaren beim Bob. Und man hat ja nicht so unendlich viele Möglichkeiten. Und ja, also das finde ich total hübsch und trage selbst in letzter Zeit wirklich häufig, obwohl es natürlich ein bisschen Arbeit ist. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass man sich da schon eine halbe Stunde Zeit nehmen sollte, wenn man es wirklich, wenn man ein bisschen dickere Haare hat. So,
so wie ich. Und ja, also ja, so sieht es jetzt aus. Vielleicht denke ich nochmal dran, es nochmal nach 2-3 Stunden zu filmen, wenn ich dann nicht schon irgendwie völlig fertig aussehe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet vielleicht mal eine Inspiration finden, wie man ja, die Haare auch mal anders tragen kann, nicht jeden Tag glatt oder einen Zopf machen kann. Und ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!